Herzlich willkommen bei einem weiteren Video der Gutwetterfabrik. Heute geht es um ein Thema, das wohl jeden interessieren könnte, der in einer Vorstadt lebt. Denn der Mensch hat schon seit ewigen Jahrtausenden Begleiter, vor allem Hund und Katz. Katzen, vor allem als Freitiere, sind aber nicht immer ein Segen für den heimischen Garten. Wie man fremde Katzen aus seinem Garten vertreiben kann, das erfährt ihr in diesem Video. Es gibt dazu viele verschiedene Möglichkeiten, sowohl Hausmittel als auch käuflich erwerbbare Varianten. Diese Varianten haben wir auch für euch gesammelt. Um Katzen zu vertreiben und aus dem Garten herauszuhalten, müssen nicht unbedingt schwere Geschütze auf Gefahren wirken. Wer das Verhalten von Katzen versteht, der kann die pelzigen Besucher auch tierfreundlich aus dem Garten vertreiben. Eine gute Möglichkeit ist Katzengranulat. Katzengranulat hilft natürlich und umweltschonend gegen Katzen. Das Granulat wird einfach im Garten verteilt und verströmt daraufhin einen für Katzen unangenehmen Geruch. Der Vorteil ist, dass die Wirkung lange anhält, sprich zwischen 3 und 6 Monaten. Manche Granulate benötigen allerdings einige Tage, bevor die Wirkung einsetzt. Auch müssen sie in dieser Zeit mehrfach begossen werden. Eine weitere Variante sind Katzensprays, Katzengitter und ähnliches. Freilaufende Katzen gehen manchmal auch nur an bestimmte Stellen im Garten. Will man sie von diesen Stellen fernhalten, helfen Katzengitter oder Katzensprays sehr gut. Die Gitter aus Plastik sind für die Vierbeiner unangenehm, aber sie schaden ihnen nicht. Sie können daher punktuell in Blumenkisten oder Beeten ausgelegt werden. Ebenfalls eignen sich Baumgitter am Stamm. Dadurch wird verhindert, dass Katzen bestimmte Bäume hochklettern. Natürlich sollte immer bedacht werden, dass Katzen sehr hoch und weit springen können. Katzenspray hingegen findet punktuell Anwendung im Garten, um Katzen von bestimmten Bereichen fernzuhalten. Stellen müssen jedoch regelmäßig neu eingesprüht werden, da die Wirkung bereits nach wenigen Regenfällen verschwindet. Pflanzen. Nun, auch Pflanzen können benutzt werden, um Katzen aus dem Garten herauszuhalten. Denn es gibt Pflanzen, die Katzen spezifisch meiden. Dazu gehören vor allem gewisse Rosen- oder Dornenschnitte. Diese können um die Beete gelegt werden, sodass die Katzen sich aufgrund der Gefahr in Anführungszeichen von den Bereichen fernhalten. Auch gibt es Rosenpflanzen, sogenannte Blectanthus ornatus, die auf ihren Blättern ätherische Öle bilden. Diese Öle haben ein intensives Mentholaroma. Dieses wirkt auf die sensiblen Nasen der Katzen äußerst abschreckend. Für uns Menschen ist der Geruch dabei nur aus nächster Nähe wahrnehmbar. Viele mögen aber den Geruch von Menthol, sodass gar keine Probleme bestehen. Die Pflanzen sind leider nicht winterfest, das heißt, dass sie jährlich im Frühjahr neu ausgesetzt werden müssen. Was hingegen eine gute Alternative darstellt, ist die Tartarenheckenkirsche. Im Fachhandel findet man sie unter der Bezeichnung Lonicera tartarica. Diese ist sehr robust und sogar winterfest. Die Heckenkirsche wird auch von Katzen gemieden. Auf was man im Garten hingegen verzichten sollte, sind die Pflanzen, die Katzen anlocken. Ein Klassiker sind die Katzenminze, aber auch Baldrian, Rosmarinminze, Basilikum, Thymian, Lavendel und Zitronengras mögen Katzen. Möchte man hingegen Katzen wirklich einen Schreck einjagen, empfiehlt sich diese Geräte verursachen aufgrund ihrer Funktionen einen kurzen Schock. Die Bedrohungen lösen Furcht aus und dienen somit dem Überleben der Katze. Ein Katzenschreck schreckt das Tier praktisch auf und lässt es flüchten. Wird das Verhalten oft genug wiederholt und von der Katze erlernt, lernt sie praktisch eine Abneigung gegenüber dem Ort. Die Geräte sind meist solarbetrieben und können einfach in den Boden gesteckt werden. Löst ein Tier den Bewegungsmelder aus, entsteht ein Ultraschallton, der für den Menschen entweder gar nicht oder kaum hörbar ist. Einige Geräte lösen zudem noch einen kurzen Licht. Die maximale Reichweite von Katzenschrecks liegt im Durchschnitt bei 8 Metern. Wer hingegen etwas kreativer gegen Katzen vorgehen möchte, der kann auch Wasser benutzen. Katzen sind vor allem sehr wasserscheu. Sie wissen praktisch instinktiv, dass
ein nasses Fell viele Nachteile. Deswegen können auch sogenannte Reiherschrecks eingesetzt werden. Diese Geräte werden an einen Gartenschlauch angeschlossen und spritzen bei einer Bewegung in bis zu 10 Metern Reichweite einen Wasserstrahl. Der Wasserdruck kann dabei reguliert werden. Dieser wird in die Breite gestreut, sodass die Katze durch den Lerneffekt den Bereich rund um den Reiherschreck meidet. Wer hingegen auf die Weisheit an einen Omi zurückgreifen kann oder sich für Hausmittel aus dem Schatz des deutschen Kulturguts interessiert, der kann auch Katzen mit anderen Hausmitteln vertreiben, nämlich Kaffeesatz, Essig, Knoblauch, Nelken und Mentholgerüche. Diese natürlichen Düfte werden von Katzen schnell wahrgenommen und sind für sie äußerst unangenehm. Weitere Dinge, die praktisch in jedem Haushalt zu finden sind, sind Rasenschnitt, Chilischoten, Pfeffer, aber auch Rindenmulch und Koriander können helfen, Katzen fernzuhalten. Hattet ihr bereits selbst ein Problem mit einer Katze? Wir freuen uns gerade bei diesem Thema eine der Methoden, auf eure, die wir vorgestellt haben, für euch funktioniert? Dann lasst es uns doch in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Like oder ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos der Gutwetterfabrik verpasst. Es würde uns freuen, euch noch einmal bei uns begrüßen zu dürfen.